wo ich vorher nicht genau wissen kann, okay, wer kommt wann auf meine Webseite, dass ich sage, okay, ich mache für jede potenzielle Persona mache ich eine eigene Webseite, sodass, wenn dann genau diese Persona auf meine Webseite kommt, sich genau da abgeholt wird. Ja, also letztendlich, ich gucke das Beispiel, um Klarheit reinzubringen. Es gibt potenzielle Kunden, die haben schon eine Lösung im Einsatz, die wollen aber diese Lösung verändern oder verbessern. Das ist nochmal ein anderer Persona-Case, als wie ein potenzieller Neukunde, der hat noch keine IT-Lösung im Einsatz. Okay? Zum Beispiel CRM-Lösung oder egal was. Okay? Das ist nochmal ein ganz anderer Use Case. Das heißt, der eine hat schon was, will da eine Veränderung, der andere hat noch gar nichts. Weil der eine, der noch gar nichts hat, der hat vielleicht noch nicht mal eine Idee, was er überhaupt braucht. Das heißt, er hat so einen sogenannten Anforderungskatalog noch nicht mal erstellt. Der eine, der schon was hat, der hat ja schon Erfahrungen gesammelt mit einer Lösung. Das heißt, der hat meistens schon eine sehr, sehr konkrete Idee über die Anforderungen und teilweise schon jahrelange Feedback-Loops mit der Lösung, die bereits im Einsatz ist. Das ist also nochmal ein ganz anderer Persona-Case, dem man auch dann nochmal ein ganz anderes Angebot geben müsste. So, und jetzt kommt, das ist sozusagen übergeordnet, Einfachheit, Klarheit und Vertraulichkeit, ein paar Tipps, wie du das eben reinbringst. Ich habe es eben gerade schon erwähnt. Letztendlich, wie kriegst du das zusammen? Also, die Struktur. Deiner Landingpage, okay? Die Struktur deiner Landeseite. Das Erste, was du brauchst, ist die Überschrift. Die Überschrift in der Regel wird innerhalb von 3 Sekunden konsumiert. Das Zweite ist die Unterüberschrift, okay? Also das Erste ist die Überschrift. Das Zweite ist die Unterüberschrift. Und ganz wichtig hier bei der Überschrift ist, die Überschrift sollte in der Regel nicht länger sein wie 3 Wörter. Wenn du es nicht schaffst, in einer Überschrift genau das zu kommunizieren, was die komplette Landeseite als Aufgabe hat, innerhalb von 3 Wörtern, dann ist es keine Überschrift mehr. Maximal 4 Wörter, okay? Dann Unterüberschrift, ein Satz. Maximal. Okay, ich habe schon Unterüberschriften gesehen, das waren dann 2, 3 Sätze, dann ist es keine Unterüberschrift mehr, dann ist es schon Fließtext. Ja, es ist schon ab. Niemand liest es dann wirklich mehr. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Dann das nächste, was ich noch sagen wollte, war die Farben. Die Farben und Bild und letztendlich. Es ist damit einhergehend. Bild, Bilder oder Bilder, Video und generell die Farben. Okay, man könnte sogar sagen, das ist die Nummer 1. Warum? Ich sage, okay. Ich behaupte, dass wenn jemand auf deine Landeseite kommt heutzutage, es gilt grundsätzlich, das ist eine Regel, die habe ich schon sehr, sehr häufig kommuniziert, schon seit Jahren. Es gilt grundsätzlich, und diese Regel, die basiert auf mehrere tausend Vertriebsgespräche, Marketinggespräche und so weiter. Das ist die 330. 3:30-Regel, okay? Die 3:30-Regel, die basiert darauf, was bedeutet die? 3 Sekunden habe ich Zeit, um einen Interessenten weitere 30 Kunden Aufmerksamkeit zu gewinnen. In diesen 30 Sekunden habe ich Zeit, den Interessenten für weitere 3 Minuten zu fesseln, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und in diesen 3 Minuten muss ich ihn so weit überzeugen, dass ich ihn für weitere 30 Minuten gewinnen kann. Also, was ist das jetzt konkret? Zum Beispiel jetzt bei einer Google-Werbeanzeige. Ich schalte eine Anzeige. In den ersten 3 Sekunden wird entschieden, ob er da draufklickt. Länger nicht.
dann gelangt er auf meine Landingpage. Da ist es in der Regel so, dass in den ersten 3 Sekunden ihr normalerweise feststeht, okay, tue ich mir überhaupt hier das Ganze an? Das sind dann in der Regel die Überschrift und das Gesamtbild. Ja? Das sind letztendlich durch Farben, Bilder. Also ein Bild sagt mehr als wie 1000 Worte. Okay? Und hier ist schon der größte Fehler bei den meisten auch Software-Kollegen, dass die teilweise überhaupt kein einziges Bild dort haben von sich selber, keine Personenbilder. Und wenn sie dann andere Bilder verwenden, dass diese Bilder teilweise sehr zweideutig sind. Also ich hatte letztens einen Kunden, hier mal ganz kurz einen Insider, der hatte quasi als Bild, also kein einziges Personenbild, und dann hat er als Bild so eine Burg, das war irgendwie, keine Ahnung, so eine Burg, ja. Und die Burg war irgendwie aus Puzzleteilen, ja, irgendwie so Puzzleteile, und dann lagen so ein paar Puzzleteile hier unten. Das war, also die Burg war noch nicht richtig fertig, ja, und dann irgendwie so hier irgendwie so halbert, da fehlten dann die Puzzleteile in der Burg, die lagen dann hier unten, ja, so irgendwie so Puzzleteile. Ich kann es vielleicht auch mal einblenden, das Bild, wenn ich es noch finde. Ich habe ihm gesagt, er soll das, er hat sich bei mir dann einen Termin gebucht, und ich habe ihm dann gesagt, er sollte das vielleicht mal überdenken, weil was ich in den ersten 3 Sekunden, was sich bei mir in meinem Gehirn sozusagen regt, ja, wenn ich dieses Bild gesehen habe, war Ruine. Ja? Also mach dir mal Gedanken, okay, was ist das erste Wort? Ja, das erste Wort, der erste Gedanke, der dir ins Gedächtnis kommt, oder teste es mal bei anderen, wenn jemand auf deine Landeseite kommt oder auch auf deine Webseite. Und wenn das erste Wort Ruine ist, ja, Ruine, ich weiß gar nicht, wie schreibt man Ruine, keine Ahnung, Rechtschreibung, das war mir nicht so gut, dann ist es nicht so gut, weil da habe ich das Gefühl, okay, hier bin ich irgendwo in etwas, wo nicht fertig ist, ja, wo quasi Chaos herrscht und so weiter und so weiter. Okay? Dann habe ich häufig auch gesehen, dass Leute irgendwie zu viel Rot verwenden. Rot ist halt sehr stark für Dominanz. Ja? Und die besten Farben sind Blau, Grün. Ja, wenn du dich mal umschaust, die ganzen Softwarefirmen und so weiter. Manchmal ist es dann kombiniert ganz dezent mit Orange und Gelb. Ja? Und, aber das sind so die wichtigsten Farben. Und wir sehen das ja auch zum Beispiel in der Telefonakquise. Wir haben in der Regel innerhalb der ersten 3 Sekunden, ja, entscheidet sich, ob wir 3 Minuten geschenkt bekommen für ein Gespräch, sodass wir ein bisschen pitchen können. Und dann in den 3 Minuten, ja, entscheidet sich, ob wir weitere 30 Minuten geschenkt bekommen. Das ist dann meistens, die 30 Minuten sind dann meistens schon ein Teams-Call oder ein Zoom-Call. Also auch da gilt mehr oder weniger diese 3-3-30-Regel. Im Internet ist es meistens so, dass es da vorne noch ein bisschen weniger Zeit ist. Also 3 Sekunden und dann 30 Sekunden, das ist dann schon sehr, sehr viel Zeit. Ja, wenn man das mal nachmisst mit Tracking-Tools, ja, wie viele Leute im Durchschnitt dann auf der Landeseite verweilen, ja, der Durchschnittswert ist schon, also wenn jemand über 1 Minute da war, dann ist es schon sehr, sehr viel. Ja. Und genau, also das ist jetzt in jedem Fall mal das, wo ich hier zum Besten geben wollte, wie du letztendlich 3-mal mehr Leads und auch bessere Leads. Ja, wenn du jetzt mal sagst, okay, ich bin mir jetzt immer noch unsicher, ja, ich konnte jetzt zwar irgendwie schon ein paar Impulse mitnehmen, mit der Überschrift, mit den Farben und alles, was der Thomas jetzt gesagt hat, aber ich möchte mal gerne den Thomas, also mich, da mal drauf schauen lassen, oder auch jemanden, zum Beispiel eine UX, UI-Designerin, eine sehr gute, die wir haben, oder auch generell mal einen Tipp abholen, dann kannst du dir bei uns gerne einen Termin buchen. Also wir würden uns da auf jeden Fall freuen. Und du darfst halt eines nicht vergessen, abschließend mir noch schauen, ich möchte dir das noch mitgeben, dass deine Webseite ist letztendlich dein verlängerter Verkaufsarm, ja, dein verlängerter Arm des Vertriebs. Genauso wie deine Werbeanzeigen ist es auch deine Webseite. Und du schaltest in der Regel nicht Werbeanzeigen und dann kommen die Leute direkt zu dir.
Also es gibt natürlich auch auf LinkedIn und auch auf Facebook. Ja, wir machen wenig Facebook, aber auch auf LinkedIn gibt es die Möglichkeit, der Lead einsammeln, die erst gar nicht auf deine Webseite kommen. Dann musst du halt schauen, okay, wie schaut das LinkedIn-Profil bei mir aus oder die Firmenseite meines LinkedIn-Profils. Da gelten aber die gleichen Regeln. Und letztendlich, früher oder später, werden die aber dich dann trotzdem googeln und dann letztendlich nicht deine Sales-Page, wie schon eingangs gesagt, finden, sondern deine Webseite. Und dann gelten da die gleichen Regeln wieder. Es wird niemand bei dir einen Termin buchen, geschweige denn irgendwas kaufen, wenn er nicht zumindest einmal deine Webseite gesehen hat. Und es gibt leider, ich muss das einfach nur aus Erfahrung sagen, ich mache mir eigentlich sprachlos, so viele ITler da draußen, die das völlig unterschätzen, das einfach nicht verstehen oder nicht verstanden haben, wie wichtig die Präsenz nach außen ist. Die machen sich sehr stark über ihre Kompetenzen Gedanken. Das ist auch gut so. Aber sie kommen gar nicht zum Zug, ihre Kompetenzen zum Besten zu geben oder in einem Gespräch, in einem Austausch, weil sich eben die Interessenten gar nicht erstmal bei ihnen melden, weil einfach die Präsenz nach außen einfach nicht stimmt. Also melde dich bei uns. Ich freue mich auf dich. Bis dahin.